Liebe Studierende, es ist ein guter Brauch, zum Ende eines Jahres innezuhalten und zurückzublicken auf das, was das vergangene oder gerade vergehende Jahr gebracht hat. Für die Universität Greifswald gab es eine Reihe von positiven Entwicklungen, die auch Sie, liebe Studierende, in besonderem Maße betreffen. 2015 gehört zu den Jahren, in denen in Zielvereinbarung mit dem Land wichtige Entscheidungen für die jeweils kommenden 5 Jahre getroffen werden. Also in dem Fall für die Jahre 2016 bis 2020. Zu den wichtigen, entscheidenden Vereinbarungen gehören die Mittel, also das Geld, das wir vom Land für unsere Aufgaben erhalten werden. Und hier blicken wir mit einiger Zuversicht in die kommenden Jahre, dass unsere Stellen für Lehre, für Forschung, für Verwaltung ausreichend finanziert sein werden. Wir haben mit dem Land auch vereinbart, dass unsere Studiengänge in ihrer bestehenden Vielfalt fortgeführt werden können. Im Bereich des Lehramts werden wir unser Fächerangebot im kommenden Jahr oder ab dem kommenden Jahr sogar um Mathematik erweitern können. Auch im Hinblick auf Infrastruktur konnten wir vieles erreichen. Wir konnten neue Lehr-, Labor- und Praktikumsgebäude einweihen, die neue Bibliothek im Bereich Löfflerstraße einweihen, Seminar- und Hörsäle verbessern. Im neuen Jahr werden wir ein wunderschönes neues Hörsaalgebäude im Bereich der Löfflerstraße einweihen können. Vieles geht also voran. Und dass wir die Mittel für diese Verbesserungen in den Lehr- und Studienbedingungen, aber auch in der Forschung erhalten haben, verdanken wir nicht zuletzt Ihnen, liebe Studierende, die in vielen Gremien der Universität und in vielen weiteren Aktionen für eine auskömmliche Finanzierung unserer Universität gekämpft haben. Und für diesen Einsatz möchte ich Ihnen zum Ende dieses Jahres herzlich danken. Ohne Ihre Unterstützung hätten wir vieles nicht erreicht. Das vergangene Jahr macht damit erneut deutlich, wie wichtig es ist und wie sehr es sich lohnt, dass Sie sich engagieren. Sie, Studierende, gestalten durch Ihre Mitarbeit in den Gremien, sei es in den Fachschaften, sei es im Senat, unsere Universität mit. Das ist bisweilen mit lebhaften Diskussionen und Auseinandersetzungen verbunden, aber gerade als Rektorin in der Verantwortung für diese Universität weiß ich die kritische Begleitung und den ständigen kritischen Anstoß zu schätzen. Manchmal, das gebe ich zu, kann die Beharrlichkeit, mit denen Sie studentische Anliegen vorbringen, durchaus anstrengend sein. Aber das muss es auch. Und am Ende gewinnen wir alle durch Ihr studentisches Engagement. Wenn ich nun den Blick auf das neue Jahr werfe, so kann ich Sie nur erneut dazu auffordern, dass Sie sich an den anstehenden Wahlen vom 11. bis 15. Januar zu den Fachschaftsräten, zum Studierendenparlament, zu den Fakultätsräten und zum Senat beteiligen. Wählen Sie bitte, engagieren Sie sich und machen Sie damit deutlich, dass Ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen nicht nur von einer Minderheit von Studierenden gewählt werden, sondern eine breite Mehrheit hinter sich haben. Zum Schluss möchte ich noch einen ganz besonderen, großen Dank und meine große Anerkennung dafür aussprechen, dass viele von Ihnen Flüchtlingen helfen und dies mit größtem Einsatz. Ihr großer Einsatz, Ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe, vor allem auch Ihr Engagement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, setzt ein deutliches Zeichen dafür, dass wir eine weltoffene und tolerante Universität und Universitätsstadt sind und dass wir internationale Mitglieder unserer Universität willkommen heißen, dass wir uns als Teil einer wissenschaftlichen Weltgemeinschaft verstehen. Ich wünsche Ihnen nun frohe und schöne Festtage und wünsche Ihnen, dass Ihre Hoffnungen und Ihre Wünsche für das Jahr 2016 in Erfüllung gehen. Und mögen wir alle am Ende des kommenden Jahres im Rückblick sagen können, dass es auch für die Universität Greifswald ein gutes Jahr war.